Und versucht nicht, ihre Lager zu zerstören. Das wäre sinnlos. Die Magie dieser alten Ruinen ist so stark, dass sie immer neue Untote hervorbringt. Erst wenn ihr Feldherr Ziha bezwungen ist, wird der Spuk vorbei sein. Wenn ihr bereit für einen solchen Feldzug seid, dann gebt mir Bescheid. Ich werde die Tore für euch öffnen lassen. Okay. Grenzkrieg. Durchbruch nach Osten. Der einzige Weg nach Osten in Richtung Whisper führt durch den Schlangenpass. Einen engen Felsgraben, in den einige Höhlen münden. Die Untoten strömen durch diese Höhlen in den Pass und machen einen Durchbruch fast unmöglich. Durchbrecht die Belagerung um die Festung. Nur ein Ausfall kann den Belagerungsring um die Festung zerschlagen. Vorher müssen aber genügend fähige Nahkämpfer bereitstehen, da der Kampf sicherlich hart wird. Ojasta kann das Tor für einen Ausfall öffnen lassen. Besetzt und haltet die vier Eingänge ins Höhlensystem, bezwingt den Feldherrn der Untoten. Ziha, der Herrführer der Untoten im Grauschattental, muss besiegt werden, um den Zauber der Untoten in dieses Land endgültig zu brechen. Er befindet sich am Portal im Osten, jenseits des Schlangenpasses. Okay. Grüße, Freund! Ja. Wie komme ich an die Maske des Belial? Ist das euer Ernst? Selbst Hokans untote Heerscharen sind bislang an dieser Aufgabe gescheitert. Wie wollt ihr das vollbringen? Ich habe ein Hirn. Mit Verstand, Geschick und eurer Hilfe, Urias. Ihr gefällt mir, Krieger. Also gut, hört zu. Als die Maske aus Hokans Grab entwendet wurde, zerbrach sie in zwei Teile. Die Untoten vermuten eine der beiden Hälften in unserer Festung. Sie suchen einen Nekromant namens Malicor. Und wo finde ich diesen Malicor? Irgendwo in den Düsterlanden. Er verließ die Feste, bevor die Angriffe begannen, und ist nie zurückgekehrt. Keiner weiß, wo genau er steckt. Aber selbst wenn ihr Malicors Hälfte finden solltet, so bleibt euch immer noch Korsha selbst. Er hat die zweite Hälfte. Sie befindet sich bereits in seinem Besitz. Okay. Ja. Hokan hat seine Horden ausgesandt, um die Maske des Belian wieder zu beschaffen, die von seiner Grabstätte gestohlen worden ist. Wenn ihm die Maske als Preis angeboten werden kann, wird er vielleicht bereit sein zu helfen. Findet die zwei Teile der Maske. Die Maske ist in zwei Teile. Warte. Ujas kennt die Lande der Toten und ihre Geheimnisse. Er weiß wohl auch etwas über die Maske des Belian, das als Artefakt das Hokan sucht. Ja, findet die zwei Teile der Maske. Die Maske sind zwei Teile davon zerbrochen. Eines davon befindet sich bereits im Besitz des Knochenmalmos, Hokans Heerführer. Der andere Teil soll einem Nekromanten namens Malicor gehören, der sich in den Düsterlanden aufhält. Ja, Malicor ist von der Grenzfeste des Ordens in Richtung Arena aufgebrochen. Man hat seitdem nichts mehr von ihm gehört. Er besitzt einen Teil der Maske des Belial. Malicor zur Herausgabe der Maske zu überreden, muss er erst einmal gefunden werden. Da er in Richtung der Arena aufgebrochen ist, wird er, wenn er noch lebt, entweder dort sein oder im Gebiet der klagenden Steine. Korsha ist Hokans Heerführer, befähigt die Armeen, welche die Nordland angreifen. Es ist ihm bereits gelungen, eines der Maskenteile in seinen Besitz zu bringen. Korsha befähigt seine Heere von der alten Festung in den klagenden Steinen aus. Dort bewacht er auch den einzigen Zugang nach Whisper, wo Hokans Grab zu finden ist. Korshas Ende wird auch das Ende des Krieges bedeuten. So, wir brauchen noch mehr Verteidiger. Und haben, glaube ich, genug Nahrung, um nochmal ins Führer zu gehen. Und noch eine Schweinezucht zu errichten. Also man sieht, Schweinezucht braucht die Zucht der Zwerge braucht sehr viel Platz. So, und ja, wir brauchen Nahkämpfer. Meine Axt wartet schon. Und da sind die Verteidiger das Beste, was wir haben können im Augenblick. Also ja, wahrscheinlich werde ich die Truppen ausbilden. Thank you.
Wobei ich sollte. Fünf Heilerinnen noch mal ausbilden. Ich höre. Befehlt. Weil ein bisschen mehr Heilung kann auch nicht schaden. Krieger habe ich keine, also bringt mit dir das Upgrade nichts und ich habe auch keine Ältesten und keine Eliten. Mein Bogen für die Rune. Kampfbereit. Vorwärts, Zwerge. Meine Axt wartet schon. So, damit haben wir genug Truppen. Auf jeden Fall. Das Gebäude ist fertig. Ja, und ich finde irgendwie die Beleuchtung von den Zwergen cool. Also ja, alle Gebäude haben ja irgendwelche Lampen. Bei den Elfen sind das irgendwelche Kerzen, bei den Zwergen sind das diese lilanen Laternen. Meine Axt wartet schon. Geht es los? So, da sind unsere Nahkämpfer. Ja, ich gehe. Ja. Dann können wir schon mal hier reinstampfen mit unserer Armee. Das wird nämlich auch eine Weile dauern, bis die durch ist. Naja, ich denke mal, wir haben eine solide Armee jetzt. Mit ziemlich vielen Verteidigern als Nahkämpfer. Geht es los? Ja, damit sollten wir auf jeden Fall durch die Untoten durchkommen. Sind alle durch? Ja. Grüße, Freund. Lass das Tor öffnen, Urias. Ich werde nach Osten ziehen. Ich hoffe, ihr habt euch das gut überlegt. Diese Armee dort draußen dient nur einem Zweck: die Welt der Lebenden zu zerstören. Wollt ihr wirklich dort hinaus? Nein, ich muss erst meine Truppen vorbereiten. Lass das Tor öffnen, Urias. Ich hoffe, ihr habt... Ja. Ja, öffnet das Tor. Wohlan denn! Männer! Lasst diesen Runenkrieger passieren! Der Weg ist frei. Das Tor wird sich für euch öffnen. Viel Glück! So, dann stampfen wir mal. Ich gehe. Ich gehe.
Dann gehen wir mal hier raus und gucken uns diese Seite der Welt an. Runenkrieger, zu mir! Ja, da kommen schon Angreifer. Der Nacht sind hier. Okay. Oh, Nachtklinge Seelstein. Beim Platten des Ordensritters. Ich gehe. Hier sind recht viele Untote. Ich gehe. Ja. Ich gehe. Ja. Und ja, solche Ruinen hieß es, da werden immer wieder Untote raus spawnen, heißt's, ja? Ich gehe. Ja. Was wir nicht verhindern können, solange der Anführer der Untoten auf dieser Seite lebt. Fort, fort mit euch! Ja. Ich würde aber sagen, wenn wir die paar Untoten hier noch erledigt haben. Werden wir mal speichern. Standhalten, Männer! Runenkrieger, zu mir! Das ist ein Hinterhalt! Okay, nicht so schön.
Okay, jetzt sollten wir aber mal dann speichern. Let's play. Und dann gibt es jetzt hier einen Cut. Bis gleich.